In der schönen Altstadt von Chiva mit ihren türkisblauen Kuppeln ragt sich ein dunkelgrüner Kuppelbau besonders heraus. Dieses Gebäude ist ein schönes Beispiel der Choresma-Baukunst um 18. und 19. Jahrhunderte. Das ist ein Mausoleum zu Ehren von Pahlavan Mahmud. Hallo liebe Freunde, liebe Abonnenten des Kanals Typisch Usbekisch. In unserem heutigen Video geht es um das Leben und die Taten von Pahlavan Mahmud. Pahlavan aus dem Usbekischen übersetzt heißt Recke, ein kräftiger und besiegbarer Mann. In der Volksdichtung jedes Volkes sind oft Legenden und Sagen von starken Männern und tapferen Frauen anzutreffen. Pahlavan Mahmud lebte im 13. Jahrhundert, war ein lokaler Handwerker, ein Ledermeister, der auch heldenhafte Kraft des unbesiegbaren Kämpfers hatte. Weit außerhalb von Chiva war er als Dichter und Philosoph bekannt. Er dichtete vierzeilige Gazellen. Die örtliche mündliche Überlieferungstradition enthält eine Beschreibung vieler seiner Details aus dem Leben und seinen Taten. Er wird von Choresmern als Schutzheiliger oder Schutzpatron verehrt. Sein Mausoleum ist zu einer Art Pilgerstätte geworden, wo viele Pilger jeden Tag rund um das Jahr hierher kommen und ihre Wünsche äußern und etwas von ihm erbeten. Auch die Hochzeitspaare pilgern ganz gern vor der Hochzeit zu seinem Mausoleum. Ursprünglich war dies eine kleine bescheidene Grabstätte, wurde dann aber im Zuge der Geschichte von chivinischen Khanen erweitert und umstrukturiert. So entstanden hier eine kleine Moschee und eine Hanaka. Hanaka ist Aufenthaltsräume für Pilger. Später wurden im Mausoleum auch die chivinischen Khane, Muhammad Rahim Khan I., Abdal Ghazi Khan und auch andere einflussreiche Leute begraben. So entwickelte sich das Ensemble allmählich zu einer kleinen Nekropolis. Bis heute gilt Pahlavan Mahmud als Stadtheiliger oder geistiger Führer der lokalen Bevölkerung. Zu seinen Ehren werden jährlich die Festspiele organisiert und durchgeführt, wo sich die besten Ringer aus der Region und aus den Nachbarländern zusammenkommen, um Kräfte zu messen. Auch internationale Spiele wie zum Beispiel Strongman-Wettkämpfe mit Unterstützung von World Federation von Strongman wurden kürzlich in Chiva abgehalten. Wenn Sie mal in Chiva sind, dann besuchen Sie unbedingt dieses prachtvolle Mausoleum. Es strahlt einfach Ruhe und hier können Sie einfach in sich hineingehen und ein bisschen philosophieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich auf Ihre Likes, auf Ihre Kommentare und Anregungen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Второй еще профессор боец, по которому...